endlich! Spiele die Spieler, die du liebst und nicht die EA vorgibt mit Evolutions. Ich beantworte alle Fragen zum neuen Modus und erkläre dir, wie er funktioniert. Mit Evolutions kommt ein neuer Bereich zu Ultimate Team, wo du deine Lieblingsspieler zu formbaren Karten machen kannst. Mit bestimmten Anforderungen sowie Aufgaben kannst du endlich deinen Spieler zu einer leistungsfähigeren Karte machen, sodass dieser spielbar in Rivals oder Food Champions wird. Sagen wir, du bist Fan eines zweiten Bundesliga-Teams und musst Jahr für Jahr darauf hoffen, dass einer deiner Lieblingsspieler oder einer von diesem Team eben der Spieler endlich mal eine Team of the Week-Karte bekommt, sodass man ihn zocken kann. Damit ist nun Schluss. Mit Evolutions kannst du endlich die Kontrolle darüber übernehmen. Ultimate Team Evolutions ist ein leistungsstarkes neues System, das die Art und Weise verändert, wie du über dein Team nachdenkst und es aufbaust. Zum ersten Mal kannst du die Spieler deines Clubs verbessern und anpassen. Du kannst deine Lieblingsspieler mit niedrigeren Wertungen aus jedem Verein nehmen und sie aufleveln, sowie deine Top-Spieler optimieren und anpassen. Indem du beispielsweise Skill-Moves, Work-Rates und Weak-Foods hinzufügst. Wenn du deine Spieler auflevelst, erhältst du auch visuelle Upgrades, um all die Arbeit zu zeigen, die du in sie gesteckt hast. Nachdem du einen Spieler einmal weiterentwickelt hast, ist das der erste Anfang. Du kannst denselben Spieler das ganze Jahr über durch mehrere Entwicklungen führen, sodass du am Ende des Jahres über einzigartige Versionen von Spielern verfügen kannst, die kein anderer hat. Und so funktioniert Evolutions. Du kannst deine Spieler verbessern und weiterentwickeln, indem du sie einem Evolutions-Slot zuweist und mit diesem Spieler Gameplay-Herausforderungen meisterst. Sobald du die Herausforderung abgeschlossen hast, erhält dieser Spieler dauerhafte Upgrades. Nicht jeder Spieler ist für jede Evolution berechtigt. Du musst die Anforderungen überprüfen, um zu erfahren, welcher Spieler du verwenden darfst. Ein Beispiel hierfür wäre, entwickle einen beliebigen Silberspieler oder entwickle einen Linksverteidiger mit 3 Skills. Eine Auswahl an Entwicklungen steht den Spielern in jeder Saison kostenlos zur Verfügung und für einige sind Münzen oder Münzenpunkte erforderlich. Genau wie die Ausgewogenheit der Upgrades, die über SBCs, Ziele und den Transfermarkt erfolgen, möchte EA Sports sicherstellen, dass die Evolutions Upgrade-Pfade im gesamten Ultimate Team ausgewogen sind. Jede Evolution bringt eine Reihe von Herausforderungsstufen mit sich oder sagen wir mal Aufgaben, die du meistern musst. Du kannst zum Beispiel einfache Aufgaben meistern, wie Spiele, 5 Spiele, in denen du mit diesem Spieler in deiner Startelf punktest, bis hin zu anspruchsvolleren Aufgaben, wie gewinne 10 Weekend League Spiele mit diesem Spieler. Schließe alle Herausforderungen eines Levels ab, um Upgrades zu erhalten und schalte weitere Herausforderungslevels frei, die es zu meistern gilt. Nach jedem abgeschlossenen Herausforderungslevel kannst du Upgrades für deinen Spieler anfordern. Sie reichen von allgemeinen Stats-Upgrades bis hin zu hyperspezifischen Attribut-Upgrades, also zum Beispiel, dass nur so plus 5 Gesamtwertung oder plus 5 Pass, Schuss und so weiter. Folgendes kannst du dazu noch anpassen und aktualisieren: Skill-Moves, Work-Rates, Playstyles, alte Alternativposition, schwacher Fuß, also Weak Foot. Du kannst auch neue visuelle Elemente und animierte Hintergründe für deinen Lieblingsspieler freischalten. Während der gesamten Saison ist es EA Sports Ziel, dafür zu sorgen, dass sich Evolutions frisch und aktuell anfühlt. Es werden im Laufe der Saison weitere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung deines Kaders hinzugefügt. Einige Entwicklungen sind möglicherweise nur für eine begrenzte Zeit verfügbar und müssen in einem bestimmten Zeitrahmen abgeschlossen werden. Andere müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt angemeldet werden. Weitere News dazu will EA bei extra Pitch Notes erläutern, die heute noch nicht bekannt sind. Aber jetzt kann ich euch mal ein paar Fragen beantworten, die ihr bestimmt wichtig findet. Erste Frage: Kann ich einen Evolutions-Spieler zum Transfermarkt hinzufügen? Nein, sobald ein Spieler in einer Evolutions bestätigt wurde, ist er nicht mehr handelbar, er wird untauschbar. Wie viele Spieler kann ich gleichzeitig weiterentwickeln? Du kannst so viele Evolutions-Spieler in deinem Kader haben, wie du möchtest, aber du kannst jeweils nur einen zum Upgrade aktivieren.
Kann ich zwischen den Spielern hin und her wechseln, die ich upgraden möchte, oder muss ich die gesamte Evolution abschließen, bevor ich fortfahren kann? Du kannst frei zwischen deinen Evolutionen hin und her wechseln. Wenn du an der Weiterentwicklung eines Silberspielers arbeiten und diese nicht in deinen WL-Spielen einbeziehen möchtest, kannst du zu einem passenderen Evolution-Spieler in deinem Hauptteam wechseln und daran arbeiten. Was passiert mit einem Fortschritt, wenn ich die Evolution wechsle, an der ich arbeite? Dein Fortschritt wird gespeichert. Wenn du diesen Spieler aufnimmst und ihn weiterentwickelst, beginnst du genau dort, wo du aufgehört hast. Kann ich meinen Artikel von einer Evolution zurückziehen? Nein, jede Entwicklung kann nur von einem Spieler abgeschlossen werden und du kannst deinen Spieler nicht zurückziehen oder die Entwicklung verlieren. Kann ich Evolution-Spieler in SBCs einsetzen? Nein, die aktuellen Spieler, die gerade entwickelt werden, können nicht in die SBCs eingereicht werden. Sobald der Spielergegenstand jedoch vollständig aufgewertet und die Entwicklung abgeschlossen ist, kannst du ihn in SBCs verwenden. Gibt es bei Evolutions zeitliche Begrenzungen? Ja, Evolutions können zeitliche Einschränkungen haben. Wenn der Evolutions-Timer abgelaufen ist, erhältst du alle Upgrades für die Level, die du abgeschlossen hast. Du kannst die Upgrades nicht für unvollständig oder teilweise abgeschlossene Levels beanspruchen. Kann ich denselben Spieler für mehrere Evolutions anmelden? Ja, wenn der Spieler die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, kann er in mehreren Slots registriert werden. Ein Spieler kann jedoch nicht gleichzeitig in mehreren Slots sein. Ein Spieler kann für eine neue Evolution angemeldet werden, sobald seine aktuelle abgeschlossen ist. Ist die Evolution-Version des Spielers ein Duplikat des ursprünglichen Gegenstands? Nein, eine Evolution ist ein einzigartiger Gegenstandstyp. Wie erfahre ich während des Spiels, welche Spieler ich aktualisiere? Auf dem Spieler, den du aktiv weiterentwickelst, wird ein Overhead-Anzeige angezeigt im Gameplay. Ich hoffe, ich konnte euch schon damit gut informieren. Wenn noch Fragen offen sind, haut sie mal in einen Kommentar und ich versuche sie zu beantworten oder EA zu fragen. Aber wie es aussieht, kommen da ja wohl noch mehr News demnächst. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Bis zum nächsten Video.